Willkommen beim Tutorial für Sauerkirschgelee mit rosa Pfeffer. Die Zutaten: Apfelkirschsaft, Zucker, Gelfix Extra und rosa Pfeffer. Gebt den Saft zusammen mit dem Zucker und dem Gelfix in einen Kochtopf. Vermengt alles gut miteinander und stellt es dann bei starker Hitze auf den Herd, damit es einmal aufkochen kann. Nachdem ihr Saft-Zucker-Gemisch einmal zum Aufkochen gebracht habt, lasst ihr es noch weitere 3 Minuten kochen. Erst nach den 3 Minuten rührt ihr vorsichtig den rosa Pfeffer ein. Anschließend gebt ihr das Gelee sofort in ein vorbereitetes Glas. Das Befüllen habe ich jetzt nicht mehr gezeigt, weil ich eine Riesensauerei gemacht habe. Aber ihr habt nicht viel verpasst. Ich habe nur das Gelee ins Glas gefüllt. Und jetzt stellen wir das Glas nämlich, es ist ziemlich heiß, stellen wir es auf den Kopf, damit sich die Pfefferkörnchen auch schön verteilen können. Nach ein paar Minuten könnt ihr es dann wieder umdrehen. Auf Zimmertemperatur heruntergekühlt könnt ihr das Gelee, dann wieder auf richtiger Position gedreht, im Kühlschrank auskühlen lassen. Innerhalb von ein paar Stunden sollte es fertig geliert sein. Die Lichtverhältnisse sind verdammt schlecht hier, weil ich nur Lampenbeleuchtung habe aufgrund der Uhrzeit, aber ihr könnt anhand des nicht gelierten Gelees schon mal sehen, wie schön die Farbe nachher wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen und viel Appetit, guten Appetit beim Probieren später.